Man könnte diesen Film wie eine kleine Geschichte erzählen. Eins stand neben einem wunderbaren Schloss, eine kleine ausländische Pflanze, die immer größer wurde. Erst versteckte sich ihr Kopf in einem kleinen Ei. Und so kam es, dass jede Frau und jeder Mann nur die umstehenden Blumen bewunderte. Auch die Insekten taten dies. So stand sie einige Zeit lang unbeachtet am Wegesrand. Doch ganz in der Nähe gab es schon große Schwestern, die am Wegesrand zu großen Waldfeen ausgewachsen waren. Ja, ich habe mich einmal hier neben diese Pflanze gestellt. Das ist der Riesenbärenklau, ein imposantes Gewächs. Auf ihr viele Blüten. Oben der Riesenlandeplatz für Insekten. Er ist giftig. Man muss ihn nicht unbedingt angreifen. Man muss ihn nicht unbedingt in den Mund nehmen. Es gibt viele Pflanzen, die etwas giftiger sind, die sogar auf Kinderspielplätzen zu finden wären. Daneben die Brennnessel, also man weiß an und für sich schon, wo man hingreifen darf und wo nicht. Sie kommt aus dem Osten, russische Gegend, und dort ist sie zu Hause, aber auch jetzt bei uns in einer wunderschönen großen Form. Und ich habe jemanden gefunden, das heißt, er hat mich gefunden und zeigt mir, wie die Natur auf diese Pflanze reagiert, nämlich die Bienen reagieren drauf. Und das werde ich in den nächsten Tagen für euch filmen. Und vielleicht kommt der eine oder andere auf die Idee, dass dieses eine Nutzpflanze ist und keine Schadpflanze. Während uns die Bienen und die anderen Insekten zeigen, was sie von dieser Pflanze halten, werde ich euch erläutern, was Bücher und das Internet über diese Pflanze wissen. Also, das ist der Riesenbärenklau oder auch die Herkulesstaude. Sie stammt aus dem Kaukasus und wächst dort. Ist in den 50er Jahren oder auch früher von alleine hier heimisch geworden. Man nennt dies auch Neurophyll. Sie gehört zu den Doldengewächsen, sieht man ja, und erzeugt mehr als 20.000 Samenkörner. Kommt man mit dem Saft der Blätter oder des Stamms beim Abreißen oder beim Durchschneiden des Stamms in Kontakt, so entsteht dort eine richtige Bandblase. Diese entwickelt sich aber erst, wenn UV-Licht direkt auf diese Hautstelle kommt. Man nennt dies einen photosensibilisierenden Saft, der zu starken Verbrennungen führen kann. So kam es, dass sie 2008 zur Giftpflanze des Jahres gekürt wurde. Die Meinung der Biene dazu? Ich glaube, diese Bilder sagen mehr als 1000 Worte.